Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Football Manager 2016. Ja, wir sind mal wieder am Start und ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Wir sind jetzt, glaube ich, eine Woche gedauert, bis jetzt die nächste Folge oder sogar anderthalb Wochen, bis die nächste Folge rausgekommen ist. Das lag an meinem Umzug und der ist jetzt mittlerweile gut vollzogen. Also wir sind jetzt in einer neuen Wohnung, beziehungsweise ich bin in einer neuen Wohnung und wir können hier weitermachen. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen weiter aufnehmen und so weiter und ich hoffe, dass wir dann regelmäßiger dann wieder den Football Manager am Start haben. Also alle zwei Tage, alle drei Tage sollte es mal wieder sein. Wir gucken uns mal ganz kurz den Stand der Dinge an. Es ist ja schon ein bisschen was her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Wir sind aktuell auf dem 8. Platz mit 33 Punkten. 11 Spiele sind noch zu spielen und wir sind eigentlich relativ gut von den Abstiegsplätzen entfernt, aber auch relativ gut, muss man leider sagen, von den europäischen Plätzen entfernt. Also europäisch werden wir diese Saison wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Da müssten schon Frankfurt, Dortmund und Hamburg ziemlich patzen, aber wir werden mal sehen, wir werden auf jeden Fall unser Bestes machen. Und dann gucken wir einfach mal, wie es am Ende der Saison aussieht. Stand jetzt bin ich auf jeden Fall zufrieden, 33 Punkte. Ich denke mal, da kann man wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Theoretisch nur noch 7 Punkte und wir werden ziemlich, ziemlich sicher in der Klasse bleiben. So, gucken wir uns mal ganz kurz nochmal alles hier durch. Ich könnte nochmal kurz die Statistiken zeigen, das haben wir jetzt ein bisschen länger nicht gemacht. Dass wir da auch schon mal im Klaren sind. Formstärkster Spieler ist Yannick Gerhardt mit 7,54. Pavel Olkowski hat die höchste Durchschnittswertung. Top-Torschütze ist Anthony Modest mit 9 Toren und meiste Torvorlagen hat Bittencourt. Ansonsten sieht es eigentlich ziemlich, ziemlich zufriedenstellend aus. Beste Passquote ist Matthias Lehmann. Ja, ich denke mal, wir können wirklich, wirklich zufrieden sein mit den aktuellen Geschehnissen. Und ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Ich versuche es einigermaßen rauszuschneiden. Im Hintergrund, im Flur, wird leider ein bisschen gebohrt. Es könnte also... hier sind ein paar Bauarbeiten. Also es ist nicht ganz praktisch, wo ich hier hingezogen bin. Hier sind Bauarbeiten. Das könnte manche die eine oder andere Aufnahme stören. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also aktuell, ich weiß nicht, was der da macht irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Nach Bohren hört sich das nicht an. Das hört sich an, als wäre es so eine Mischung aus Bohren und Staubsaugen. Ich habe keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Wir machen einfach mal weiter. Wir gehen mal voran. Wir haben zuletzt gegen Augsburg gespielt. Ach ja, das könnte ich euch auch eigentlich nochmal zeigen, wie die ganzen Spiele verlaufen sind. Ich glaube, das ist relativ interessant nochmal zu sehen. Gegen Augsburg haben wir gewonnen, gegen Stuttgart verloren, gegen Hannover gewonnen, gegen Werder Bremen verloren. Also es ist ein Auf und Ab. Normalerweise müssten wir jetzt gegen Gladbach verlieren, um diese Serie weiter zu vollziehen, die eigentlich schon seit dem 14.01. geht, muss man ja sagen. Danzig verloren, dann Warschau gewonnen, dann Bayern verloren. Ach, Mann. Ist auch egal. Ich denke mal, wir werden diese Serie einfach mal brechen gegen die lieben Gladbacher. Wir werden das Derby gegen Gladbach bestreiten. Und ich hoffe mal, dass wir da einigermaßen gut aufgestellt sind. In der Spielvorbereitung werden wir Angriffsspiel machen. So, unser Trainer. Also Gladbach ist aktuell auch nicht wirklich gut drauf. Gucken wir mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Die Freundschaftsspiele und so weiter haben sie eigentlich alle ganz gut bestritten. Ansonsten nur gegen Wolfsburg gewonnen, aber gegen Wolfsburg zu gewinnen ist schon mal eigentlich beachtlich. Gegen Mainz haben sie auch noch gewonnen, das erste Spiel. Ja, ansonsten gegen Frankfurt 3-0, gegen Darmstadt 2-0, gegen Hamburg 3-1, gegen Hoffenheim 2-0. Es ist alles nicht so prall, was Gladbach aktuell macht. Trainer ist aktuell Thomas Schaaf und in der Realität ist Thomas Schaaf ja bei Hannover 96 eingestiegen und da hat das auch nicht so wirklich gepackt und ist jetzt auch rausgeflogen. Ich bin mal gespannt, wie es denn hier in diesem Spielstand sein wird, ob er Gladbach dann doch irgendwie rettet. Denn 15. Platz für Gladbach ist dann wirklich sehr, sehr schlecht. Das muss man leider zugeben. Robin tritt als Interimstrainer zurück. Okay, wir haben neue Jugendspieler aufgenommen. Hier ist unsere Auswahl von neuen Jugendspielern, die dem 1. FC Köln oder der Jugendmannschaft des 1. FC Köln beitreten möchten. Schäfer ist von Guichel Kapasele begeistert und ist der Meinung, dieser sei einer der talentiertesten Nachwuchstalente, das in den letzten Jahren aus der Jugendarbeit des 1. FC Köln hervorgegangen sei. Gucken wir uns den Kollegen mal an.
Kabasele, oh, der hat ziemlich viel Potenzial, ne? Er hat sehr, sehr viel Potenzial. Also den müssen wir wirklich mal im Auge behalten. Schauen wir einfach mal, der muss auf jeden Fall mit dabei sein. Robert Schwenke, Michael Achter scheinen auch interessant zu sein. Ja, sind ein paar interessante. Wir gucken uns mal ganz kurz die, das ganze Team an und sortieren mal nach Empfehlungen. Ja, Kabasele ist der Beste, der könnte rein theoretisch 4,5 Sterne kriegen. 4 Sterne könnte theoretisch Robert Schwenke kriegen, Liam Koch haben wir hier auch. Also es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also ja, können wir mal gucken, was da passiert. So, Ioa ist zur Ausleihe verfügbar. Nee, den brauchen wir erstmal nicht. Den wollten wir ja eigentlich verpflichten am Anfang der Saison, ist dann doch bei Fortuna Düsseldorf geblieben und jetzt brauchen wir ihn eigentlich nicht mehr. Soll doch sehen, wo der Pfeffer wächst. So sieht es nämlich aus. Ansonsten, so langsam ist es auch echt kurz davor, dass wir gegen Gladbach spielen werden, 2 Tage nur noch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, es wird ein Derby, es wird ein dickes, dickes Derby, wahrscheinlich ausverkauftes Haus in Gladbach und ja, normalerweise müssen wir eigentlich gewinnen. Wir sind der absolute Favorit. Mit 2,25 sind wir Favorit. Gladbach hat 2,75, aber es ist letztendlich immer noch ein Derby, ne? Das darf man nicht vergessen. Es ist ein Derby und das bedeutet, dass wir, dass beide Mannschaften eigentlich die Chancen haben zu gewinnen. Wir haben zuletzt gewonnen. Wir haben in der Hinrunde 2-0 gewonnen und das müssen wir eigentlich irgendwie wieder hinkriegen, dass wir auf jeden Fall Gladbach schlagen. Dann ist auf jeden Fall die Saison positiv beendet worden. So sieht es nämlich aus. Im Gespräch mit spanisches Fußballblatt unterstrich der ehemalige 1. FC Köln-Spieler Bodo Ilgner die Bedeutung des Rhein-Derbys für die Fans. Ilgner gab an, dass die Atmosphäre geladen sein werde und sich die Spieler der Situation gewachsen zeigen müssen. Er sagte, dass sich jeder 1. FC Köln-Fan schon mit Bekanntgabe des Spielplans zu Beginn der Saison das Datum des Derbys rot im Kalender anstreiche. So sieht's aus. Engels warnt den FC vor Raphael. Könnte ein gefährlicher Mensch für uns sein. Und ansonsten, ja, wir werden auf jeden Fall vorsichtig agieren. Ja, gucken wir mal. Ein Tag noch, am Freitag wird es soweit sein. Dann spielen wir gegen Gladbach. Vorher gucken wir uns nochmal ganz kurz die potenziellen Nachwuchsspieler nochmal an. Er hat auf jeden Fall die Verträge vorgelegt. Ich vertraue Frank Schäfer da mal. Der wird das schon hingekriegt haben. So, jetzt haben wir es. So, Spieltag ist auf jeden Fall jetzt am Start. Freitag Gladbach gegen den 1. FC Köln. Wir haben das Freitagsspiel vor einer unglaublich schönen Kulisse sozusagen. Vor Flutlicht werden wir gegen Gladbach spielen. Auch Hertha spielt noch gegen Hoffenheim an diesem Tag. Ich weiß nicht warum, aber wir sind nicht das einzige Freitagsspiel. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich denke mal, dass wir wieder diese Formation hier wählen. Defensiv brauchen wir nicht auftreten gegen Gladbach. Gladbach hat eine starke Mannschaft, keine Frage, aber die sind aktuell nicht so wirklich gut drauf. Deswegen können wir auch gern mal mit Mut in die Sache rangehen. Modest wieder vorne, Jojic, Bittencourt. Ja, da weiß ich auch nicht. Vielleicht sollten wir tatsächlich Risse nochmal reinnehmen. Ich lasse gerne Risse spielen. Ich mag Risse irgendwie in diesem Spielstand, keine Ahnung. Gerhard, Besic, Lehmann, Olkowski, Hector, Heinz und Marot. Ich denke mal, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht sollten wir Sörensen noch reinnehmen für Marot. Heinz ist eigentlich gesetzt. Eigentlich ist er gesetzt. Gucken wir mal ganz kurz. Nee, können wir eigentlich auch so lassen. Olkowski rechts, Hector links, Lehmann als absichernde Komponente. Ja, ich denke mal, vielleicht sollten wir... Nee, Lehmann können wir eigentlich drin lassen. Gerhard, Besic, Risse. Ich denke, das ist okay. Gucken wir mal ganz kurz, Simon Zoller können wir noch auf die Bank setzen. Ich denke mal, ich habe keine Ahnung für wen. Oder wollen wir mal Hosina von Anfang an setzen? Ich weiß es nicht. Komm, wir machen mal Thomas Kessler raus. Wir brauchen keinen Torwart. Ist zwar riskant, aber naja, gucken wir einfach mal, wie es wird. So, Kontrolle, ja, ich denke mal, das dürfte gut sein. Eigentlich hätte es ja Hosina verdient. Ist 3-mal eingewechselt worden, hat 2 Tore geschossen. Eigentlich hat das mal verdient, wirklich von Anfang an aufzulaufen. Aber ich vertraue dann erstmal Modest. Vielleicht wird dann in der Halbzeit dann, Hosina noch die Möglichkeit geboten. Mal gucken. So,
Was sagt die Presse? Ich schätze, dass der 1. FC Köln das hier gewinnen wird. Ich weiß natürlich, dass der 1. FC Köln sich auswärts zurzeit schwer tut, aber Borussia Mönchengladbach spielte zuletzt auch nicht gut. Schlüsselspieler für Gladbach ist André Hahn, Schlüsselspieler für uns ist Jonas Hector. Wettquoten haben wir ja eben schon vorgelesen und so wird wahrscheinlich die Gladbacher Elf, die Fohlen-Elf auftreten. Der Schiedsrichter ist moderat. Ja, ja, ja. Gucken wir mal. So, gucken wir uns mal die Aufstellung im Detail an. Sommer ist im Tor. Johnson, Dominguez, Christensen, Janschke in der Verteidigung. Stindl, Schaka, Dahoud für das Mittelfeld. Hazard, Raphael und Agota. Im Sturm Hazard dann eher so, ja, der Zehner sozusagen. Und ja, es ist ein starkes Team, das darf man nicht unterschätzen. Hermann noch auf der Bank, André Hahn noch auf der Bank, Traoré noch auf der Bank. Es ist ein starkes Team und es ist verwunderlich, dass die auf dem 15. Platz stehen und wir wesentlich besser dastehen aktuell. Aber naja, gucken wir mal, wie das Spiel so sein wird. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie wir auftreten werden gegen eine eigentlich starke Gladbacher Elf, zumindest auf dem Papier. Und wie die Form so ist, ja, müssen wir mal gucken. So, Modest, schön auf... Oh mein Gott, das wäre es echt gewesen. Modest, schön gesehen, dass Besic sich freiläuft und ja, der stand leider hauchdünn im Abseits. So, Gerhard, schön auf Risse. Risse schießt, aber leider nichts. So, eventuell der Konter für Gladbach. Nee, aber wird abgefangen von Lehmann, Gott sei Dank. So, jetzt nochmal... Hoffentlich langsam mal Spiel aufbauen. Nee, Heinz hat das ein bisschen verkackt zu Stindl. Jetzt auf den rechten Flügel auf Janschke. Janschke mit der Flanke und Agota. Ja, das war's. Abschluss für den 1. FC Köln. So, wir nochmal im Angriff. Risse ist auf der linken Seite. Risse sieht Gerhard. Mal gucken, was er macht. Schön verteilt. Besic versucht zu schießen. Gerhard nochmal auf Modest. Der verkackt es leider. Der verkackt es leider. Aber vielleicht nochmal die Chance mit Hector als Flankengeber. Ja, aber das wird schön geblockiert, so dass wir den Eckball bekommen. Von Bittencourt jetzt. Bittencourt schön mit der Ecke. Naja, das war nicht wirklich viel. So, Modest versucht irgendwie aufzubauen. So, Hector. Schön auf Bittencourt. Bittencourt, was macht er? Ja, viel zu viel Zeit, die er da verschenkt. Besic jetzt nochmal auf Hector. Hector versucht auf Bittencourt. Und jetzt der Konter. Jetzt muss es schnell gehen für Gladbach, wird es aber nicht. So, Besic. Leider mit einem verkackten Ball. Naja, wir sind aktuell stärker, würde ich sagen. Also, kann man nicht anders sagen. Wir haben die Chancen. Wir lassen nur wieder zu viele Chancen liegen. Jetzt, oh, schön geholt von Olkowski. Gerhard ist am Ball. Gerhard. Was macht er? Schön auf Bittencourt. Wieder auf die Seite. Hector. Hector am Ball. Schön in die Mitte auf Besic. Mal gucken, wie er verteilt. Aber naja, da hat Modest nicht mitgedacht. Beziehungsweise der Ball war ein bisschen zu lang. Schade eigentlich. So, Gladbach. Spielen eigentlich gar nicht so schlecht, aber... ziemlich unkonzentriert. Und jetzt Bittencourt. Schöne Flanke. Uiuiui. Das hätte es fast werden können. Risse jetzt am Ball. Na, auch wieder blockiert von Johnson. Und ja, das war's mit der Chance. 18 Minuten haben wir gespielt. Wir haben auf jeden Fall die besseren Möglichkeiten. Wir haben mehr Ballbesitz. Eigentlich gar nicht so schlecht, was wir hier so leisten. Wir müssen nur irgendwann die Tore machen. Und das ist so ein bisschen das kleine Problem. So, Agota. Auf Stindl. Oh, schön gespielt. Aber... wir haben doch noch irgendwie den Fuß dazu gekriegt. Dahoud auf Dominguez. Schöne Flanke, aber Horn ist auf jeden Fall da. Ja, das war's. So, Raphael jetzt am Ball. Jetzt Gladbach wird auf jeden Fall stärker. Sind immer noch unkonzentriert, aber stärker. Raphael jetzt am Ball und Gott sei Dank, das war richtig, richtig Glück, dass er da irgendwie den Ball nicht richtig erwischt hat. Horn hält, Gott sei Dank. Und ja, Gladbach nutzt einfach die Chance auch wieder nicht. So, Gladbach auf jeden Fall jetzt wesentlich stärker und oh, da wäre es fast gewesen. Raphael mit dem Kopfball und fast das 1:0 für Gladbach. Aber naja, das war's. So, die erste Halbzeit ist vorbei. Wir haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, muss man sagen. Gladbach ist leider so zum Ende hin wesentlich stärker geworden. Da müssen wir mal aufpassen, dass es nicht so weitergeht. Ich denke mal, dass wir weiterhin so in dieser Formation spielen werden. Vielleicht werden wir gleich nochmal den Druck erhöhen. Wir spielen aktuell auf Kontrolle. Vielleicht machen wir gleich auf Angreifen. Müssen wir mal gucken. So. So, mal gucken, wie die zweite Halbzeit jetzt startet.
Johnson jetzt auf dem Flügel. Schöne Flanke. Raphael, oh Gott sei Dank, blockiert noch von Jonas Hector. Und Risse klärt auch diesen Ball. Gott sei Dank, das war Glück. Horn jetzt mit dem Abstoß. Mal gucken, ob wir irgendwie den Ball sichern können. Das wäre wichtig. Schön, Modest. Ist aber leider ganz alleine. Besic sieht Bittencourt auf dem rechten Flügel. Wird nochmal blockiert, aber wir kriegen weiterhin den Ball. Bittencourt mit der Flanke, aber naja, das war ziemlich ungenau. Sommer hat da überhaupt keine Probleme. So. Jetzt aber vielleicht Gladbach. Gladbach vielleicht mit der Chance. Ah, großer Fehler von Dahoud. Gerhard sichert sich den Ball. Risse ist komplett frei auf dem linken Flügel. Flankt ein bisschen zu früh, finde ich. Aber jetzt Bittencourt mit der Chance. Da ist es! Bittencourt mit dem 1:0 für den 1. FC Köln. Besic sieht den freien Bittencourt. Hier sieht man es nochmal. Modest verliert leider das Kopfballduell. Besic steht goldrichtig, schießt zu Bittencourt. Und Bittencourt, ja, unfassbar, wie er diesen Ball genommen hat und getroffen hat. Wir führen mit 1:0 und es ist nicht ganz unverdient. Es ist nicht ganz unverdient. Gladbach ist stärker geworden im Laufe des Spiels. Oh, ganz krasser Fehler. Ganz krasser Fehler von Heinz. Und das ist ja, das ist krass, wie Hagota hier den Ball genommen hat. Hier sehen wir es nochmal. Heinz eigentlich völlig unbedrängt zu Hagota und der schließt von hier ab, was auch immer Horn da macht. Aber es war einfach super abgeschlossen. Damit das 1:1. So. Gladbach erhöht den Druck. Gladbach erhöht den Druck. Mal gucken, was sie machen. Dahoud, jetzt auf Hazard. Hazard mit der Flanke vielleicht. Mit der Flanke, ja. Oh, aber Gott sei Dank blockiert. Aber Gladbach behält weiterhin den Ball. Xhaka mit dem Schuss. Wird nichts. Ich denke mal, dass wir jetzt weiter mal auf Angreifen gehen. Wir geben ein bisschen Gas. Ich will ein bisschen mehr Gas geben hier. Mal gucken, was dann passiert. So, 57 Minuten haben wir aktuell gespielt. Gladbach im Moment immer weiter im Ballbesitz. Wir kriegen jetzt irgendwie keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Janschke schön auf Raphael. Oh, Horn, super gehalten. Aber Gladbach hat weiterhin den Ball. Naja, das war nix. So, 65 Minuten gespielt. Ich denke mal, dass wir hier kurz mal pausieren können. Ich weiß es nicht. Also, eventuell machen wir nochmal ein bisschen mehr Druck. Lehmann ist eigentlich ein wichtiger Spieler für uns. Lehmann. Eigentlich will ich ein bisschen mehr Druck machen. Wie machen wir das am besten? Ich denke mal... Ah, schwierig. Modest. Ich würde gerne Hosina reinnehmen. Aber wir... Wollen wir es versuchen? Wollen wir es versuchen, Heinz rauszunehmen und dafür mehr Offensive, was war das denn? Das wollte ich jetzt so nicht. Ja, wir machen Heinz raus, dafür mehr Offensive rein. Hosina wird jetzt reingenommen. Ich hoffe mal, das ist kein großer Fehler, den ich hier jetzt mache. Hosina darf mal gerne Stoßstürmer sein und Modest darf Zielspieler sein. Sørensen packen wir in die Mitte. Nee, das machen wir... Machen wir das so? Boah, das ist schon ziemlich offensiv, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal Verteidigen. Die Flügelverteidiger gehen auf Verteidigen. Ja, machen wir so. Machen wir so, vielleicht kriegen wir da mehr Druck hinter. Oh, das könnte auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich sein, was wir jetzt hier gemacht haben. Aber wir wollen hier auf jeden Fall gewinnen. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Dominik Heidens geht raus, Hosina geht rein. So, Olkowski sichert sich Gott sei Dank den Ball. Weit nach vorne, aber ah, das ist... Na, so will ich das nicht sehen. Johnson, oh. Ziemlich frei. André Hahn hat jetzt den Ball. Aber wir kriegen irgendwie den Fuß noch dazwischen. Wir müssen ein bisschen mehr Druck machen, aber Gladbach kommt. Gladbach kommt. Sie sehen die Chance. Janschke, oh. Da. Raphael mit dem Schuss und der geht Gott sei Dank daneben. Wir verlieren so langsam ein bisschen so das Spiel aus der Hand. Wir müssen stärker werden. Sommer jetzt mit dem Abschlag. Christensen am Ball. Mal gucken, was er macht. Weit nach vorne. Den konnten wir gut sichern, aber... Eieiei. Schön wieder von Sørensen. So, jetzt haben wir den Ball. Was machen wir mit dem Ball? Bittencourt. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, wie man den so spielen kann.
Und wieder weit nach vorne. Raphael ist jetzt am Ball. Kriegt er die Flanke irgendwie hin? Kriegt er den Ball? What? Nein! Das kann nicht wahr sein! Der Schiedsrichter pfeift Elfmeter! Der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Alkowski nimmt Raphael den Ball ab und dann berührt ihn auf jeden Fall, aber dafür braucht man kein Elfmeterschießen. Gott sei Dank wurde auf jeden Fall der Elfmeter verschossen. Das ist schon mal das Glückliche für uns. Also das war viel zu hart. Das war für mich eine Fehlentscheidung. Und wir sind jetzt hinten komplett offen. Wir sind hinten komplett offen. Ah, Mann, Mann, Mann. Wir wollen aber dieses Spiel gewinnen. Wir brauchen nur ein Tor. Wir müssen irgendwie das Tor machen. Risse jetzt am Ball. Risse. Sieht Besic. Ah, das dauert zu lange. Olkowski, was macht er? Sieht Risse. Risse, schön auf Modest. Da ist es nicht. Da ist es nicht. Bettencourt jetzt nochmal. Schade, schade, schade. Modest, er lässt zu viele Chancen liegen. Es ist traurig. 1:1. Wir haben die 83. Minute. Ja, wir sind nicht mehr so stark wie am Anfang. Wir sind nicht mehr so stark am Anfang. Es könnte besser sein. Gladbach macht auf jeden Fall gehörig Druck. Sie können das Spiel gewinnen. Es kann natürlich auch daran liegen, dass wir hinten offen gemacht haben. Hahn mit der Chance. Horn hält. Ja, bisher muss man sagen, Horn, durch dich sind wir noch im Spiel. Und jetzt, ja. Da war die Flanke. Hahn mit dem Kopf. Ja, das liegt nicht an der Taktik, die wir eingestellt haben. Das ist einfach gut gespielt. Johnson schön auf Stindl. Stindl eine herausragende Flanke. Hahn wird nicht gedeckt. Und ja, macht das 2:1 für Borussia Mönchengladbach. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Das ist natürlich sehr bitter. So, eventuell kriegen wir nochmal die Chance. Aber auch hier leider nichts. So, 2 Minuten Nachspielzeit sind vorbei. Oskar Wendt, warum ist der so frei? Warum ist der so frei? Tja, damit haben wir 2:1 im Derby gegen Gladbach verloren. Es kann natürlich wirklich sein, dass wir uns zu sehr geöffnet haben, aber wir wollten das Spiel gewinnen. Wir haben 1:0 geführt und ja, haben dann die Packungen noch gekriegt. 2 Minuten nach dem 1:0 Sieg oder Führungstreffer hatte Gladbach das 1:1 gemacht und dann noch das 2:1 relativ spät. Ja, in der 86. Minute. Bitter, bitter, bitter. Aber es ist jetzt nicht so weltbewegend. Gladbach konnte sich jetzt auf den 13. Platz retten, haben jetzt 7 Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Also es sieht für Gladbach ziemlich gut aus. Hannover 18 Punkte, Darmstadt 17 Punkte, die müssen auf jeden Fall noch ein bisschen bibbern. Und Augsburg mit 19 Punkten ebenfalls. Ingolstadt ist relativ gesichert. So, wir verlieren das Rhein-Derby, ja, das habe ich schon gesehen. Und der Sieg über den Rivalen stellt scharf zufrieden. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir gucken uns jetzt nochmal währenddessen die anderen Spiele an, beziehungsweise berechnen mal die anderen Spiele. Dann kann ich euch Bescheid sagen, wie diese so gespielt haben. Verfügbare, bla bla bla. Trainersitzung, wir machen mal ganz kurz die Trainersitzung. Mal gucken, was da so passiert. Glaubt das Nikea vom... Okay, das machen wir. Daniel Dogan hat sich weiterentwickelt, okay. Rät Modest aus der Mannschaft zu nehmen und ihn durch den 25-jährigen Osako oder den 24-jährigen Simon Zoller zu ersetzen. Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Risse und Modest werden jetzt erstmal weichen müssen. Die spielen aktuell nicht so wirklich gut. Da werden wir uns mal überlegen, was wir da vielleicht besser machen können. Vielleicht will tatsächlich Osako rein, damit er sich auch mal ein bisschen Marktwert noch ein bisschen erarbeitet, sodass wir da eine Chance haben. Wir müssen mal gucken. Wir werden zunächst gegen Hertha BSC spielen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das denn so sein wird. Ja, es ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Im Moment weiß ich nicht, sind wir gut drauf, sind wir nicht gut drauf. Normalerweise müssten wir jetzt hier gewinnen. Gucken wir mal. So, wir gucken jetzt aber trotzdem erstmal so den Samstag und den Sonntag an, wie die anderen gespielt haben. Ich mache mal ganz kurz den Freitag. Dann seht ihr, Hertha BSC hat 0:0 gegen Hoffenheim gespielt. Und am Samstag sind diese Spiele gewesen. 3:0 gewinnt Bayern gegen Hannover. 1:1 Stuttgart gegen Bremen. 0:0 Mainz gegen Frankfurt. Und 2:0 gewinnt Leverkusen gegen Wolfsburg. Diese Spiele sind morgen Augsburg gegen Dortmund, Ingolstadt gegen Darmstadt und Schalke gegen Hamburger SV. Die gucken wir uns dann auch gleich nochmal an, wenn sie dann berechnet worden sind. Und wir müssen, wie gesagt, zunächst
als im zum nächsten Spieltag gegen Hertha BSC. Und das wird auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Match. Achter gegen Neunter aktuell. Ja, es könnte eng werden, aber ja, wir müssen halt gegen die ran. Gucken wir mal. So, Augsburg verliert 2-0 gegen Dortmund. Ingolstadt 3-0 gegen Darmstadt und Schalke spielt 1-1 gegen den Hamburger SV. Und so sieht es dann letztendlich in der Tabelle aus. Wir sind aktuell immer noch auf dem 8. Platz, zusammen mit Hertha BSC, die in der Tordifferenz ein Tor weniger haben. Oder ein Gegentor mehr, wie auch immer. Darmstadt mit 17 Punkten auf dem 18. Platz. Hannover mit 18 Punkten auf dem 17. Augsburg mit 19 Punkten auf dem 16. Dann 6 Punkte vor sind schon Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Gladbach musste ein bisschen Plätze lassen, sind jetzt auf dem 14. Ansonsten, wir haben immer noch die Chance, tatsächlich auf die europäischen Ränge zu kommen. Ich glaube es fast nicht, aber möglich wäre es dennoch. Aber dazu müssten wir wirklich in der Form nochmal ein bisschen besser werden. Das sieht im Moment nicht so wirklich gut aus. So, Ishak beendet Torflaute. Ich klicke mal hier ganz kurz durch, was denn hier so Interessantes ist. Vielleicht ist da irgendwas für euch, für uns, aber ich glaube erstmal nicht. Nee. Sieht eher schlecht aus. Ja. Leistenbruch beidseitig. Ach du Schande, ja, das ist natürlich bitter. Ja, ich würde sagen, damit wäre auch diese Folge beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Und ja, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. Just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middleman and inhale the vapors, madman. Old